So, dann der Bastelzeit und heute geht es um ein Thema, was wir schon mal hatten, nämlich um Sicherungsautomaten. Ja, nein, das hier ist leider immer noch nicht das RCD oder FI-Video, was ich versprochen habe. Irgendwann kommt es bestimmt noch. Es soll nochmal um die hier gehen, die Leitungsschutzschalter. Machen wir nochmal eine kurze Zusammenfassung für die Leute, die das letzte Video nicht gesehen haben, auch wenn ihr es euch gleich angucken werdet. Die Leitungsschutzschalter, die sind weniger dafür gedacht, Personen zu schützen, sondern wirklich, ja, wie der Name schon sagt, Kabel, die Installation zu schützen. Das heißt, gegen Kurzschlüsse oder gegen massive Überlastungen zu helfen. Wie kann sowas passieren? Naja, gibt ja jede Menge Kabel hier. Sowas hier zum Beispiel, wenn ihr die irgendwie einklemmt in der Tür oder zu viel hin und her. Irgendwann können die Kabel brechen. Die Isolierung kann auch mit der Zeit spröde werden. Dann fällt das einfach so auseinander. Und ja, das ist dann natürlich eher schlecht. Schlecht ist dann noch was Zweites, und zwar in vielen Haushalten, zumindest in Altbauten. Naja, da ist das mit den Sicherungskästen und Absicherungen nicht so berauschend gelöst. Da kann es schon mal sein, dass man irgendwie 2, 3 Stockwerke laufen muss bis zum zentralen Sicherungskasten und da die Sicherung wieder reinmachen muss. Und an der Stelle, da hat ein Hersteller Dinge gebaut. Die habe ich gesehen und dachte mir, das ist keine gute Idee, ich will es haben. Und ja, war eigentlich mir zu teuer. Ich habe mit ein paar Leuten auf Twitter gesprochen. Eigentlich schon gesagt gehabt, will ich nicht, aber jetzt war es im Angebot. Ja, komm. Aber wir wollen ja sehen, wie das Ganze funktioniert. Also nehmen uns mal dieses wunderschöne Kabel, was defekt ist, stecken das in das hier, was eine Steckdose ist. Nein, da ist keine Netzspannung drauf, keine Angst. Und simulieren wir das einfach mal. Wir haben jetzt hier, wenn es eine echte Steckdose wäre, Phase- und Neutralleiter. Welche Farbe was ist, könnt ihr bei Schuko nicht wissen. Und wenn wir das zusammenhalten, ja, das ist jetzt natürlich doof. Jetzt ist ja alles aus und keine Beleuchtung mehr. Und aber glücklicherweise, wir können den Kurzschluss ja sehr einfach wieder beseitigen. Immer noch, nein, kein echter Strom. Und dann können wir ja, zum Sicherungskasten laufen. Ich will aber jetzt nicht zum Sicherungskasten laufen. Ich habe hier mein Headset an, bin verkabelt. Ist schlecht. Aber es gibt ja zum Glück heute moderne Sachen und deswegen können wir natürlich auch alles IoT-mäßig steuern. Deswegen, hey, okay Google, schalte die Sicherung ein. Ja, sowas gibt es. Und ich hoffe, alle Elektrofachkräfte sind jetzt auf der nötigen Rotationsgeschwindigkeit. Also, genug Spielerei, schauen wir uns das Ding mal an, was da der Hersteller verbrochen hat. Also, ja, hier ist die Box, so ein bisschen Back to the Future, noch ist original verpackt. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was das Ding hier so verspricht. Wir haben hier oben einmal den Händlernamen, Voig, denke ich. Kann es nicht richtig erkennen. Dann gehen wir mal zu den Seiten über. Ja, ich mache mal die Folie weg, dann spiegelt das nicht so. Auf der Seite haben wir dann stehen hier, dass das ein IoT-based Microcircuit Breaker Intelligent ist. Und ja, jedes Mal, wenn ein chinesisches Produkt etwas von IoT und Intelligent schreibt, dann gehen bei mir irgendwie die Alarmglocken an. Ich weiß nicht warum. Gucken wir mal weiter. Wir haben hier an der Seite ja, elektrische Produkte und Systeme. Mehr steht hier nicht. Ein paar schöne Zeichen. Und die andere Seite, das ist der wichtigere Part für uns. Nämlich die ganzen Zulassungen. Wir haben Wi-Fi und wir sehen, wenn uns das nicht reicht, das Ganze gibt es auch noch mit Zigbee oder wenn man es wirklich von überall aus steuern können soll. GPRS, also Handynetz. Man kann einen Sicherungsautomaten mit einer SIM-Karte bestücken und übers Handynetz fernsteuern. Okay, gut. Das Ganze hier gibt es dann noch irgendwie mit RS485 und Temperatur und Luftfeuchte, keine Ahnung, RCBO, DC-tauglich. Ich gehe davon aus, die Box wird für verschiedene andere Sachen genutzt. Bei uns trifft das alles nicht zu, aber wir haben einpolig 16 Ampere und das Ding hat angeblich eine CE-Zulassung. Gut, ich nehme das mal zur Kenntnis. Ansonsten ist das Ding offensichtlich für Katzen tauglich, was auch immer das heißen mag hier unten. Gut, wir haben noch die Info, wo es herkommt, üblicherweise aus China. Und zwar, interessant, nicht aus Shenzhen, sondern, ich probiere es jetzt gar nicht auszusprechen, Shenzhen war schon schlimm genug wahrscheinlich. Und ja, gut, gucken wir mal, was wir so bekommen. Kleine Lasche hier und, schön verpackt, jede Menge Schaumstoff außenrum. Komm raus.
Tada! Oh, mit einer Anleitung. Praktisch. Schauen wir mal. Schaumstoff weg. Die Dings weg. Und ich sehe schon ein einzelnes Kabel hier. Ja, der ist verschweißt hier. Oder verklebt. Es klebt, ja. Und da sind wir. Wi-Fi Circuit Breaker. Mit einer WLAN-Antenne. Etwas, was man mit Sicherheit im Sicherungskasten so haben möchte. Wobei, ich glaube, in europäische Sicherungskästen passt das gar nicht rein. Jedenfalls nicht so wirklich. Weil hier ist meistens ja abgedeckt, wo die Kontakte sind. Ansonsten haben wir hier ein Käbelchen. Das ist beschrieben als, ich gehe davon aus, das N ist für uns relevant. Also der Neutralleiter. Macht Sinn, wir brauchen einen Neutralleiter. Wir haben... Warum? Wir haben eine SMA-Abdeckung hier lose. Die hätte wahrscheinlich hier hinten drauf gehört. Warum die jetzt im Input ist, keine Ahnung. Speaking of Input, wir haben oben Input und unten Output. Ich kenne es jetzt spontan eher andersrum, dass man die Sicherungen von unten mit der Stromzufuhr hat und oben die Abgänge zu den einzelnen Verbrauchern hat. Hier anscheinend andersrum. Okay, was haben wir noch hier? Wir haben den Schalter hier. Sieht nach einer normalen Sicherung aus. Wir haben eine Auswahl zwischen Quick und Compatible. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das soll. Gleich mal gucken, ob wir da was finden. Und daneben das Wichtige, das Gelbe hier. Das ist ein kleiner Pinöppel. Den können wir rausziehen. So. Und wenn wir das machen, jetzt ist er gesperrt. Jetzt kann, glaube ich, der Wi-Fi-Part die Sicherung nicht mehr bedienen. Das ist eventuell sinnvoll, wenn man das ausschaltet, um irgendwelche Wartungsarbeiten zu machen. Da will man vielleicht nicht, dass irgendjemand anders remote per Netz das Ding wieder einschaltet, während man da seine Finger drin hat. Wobei, gut, zugegeben, man muss eigentlich ja allpolig freischalten, aber es gibt mehr als genug Elektriker, die einfach nur den Leistungsschutzschalter rausmachen und ja, dann fleißig an den Sachen arbeiten. Weil warum den Rest abschalten, das stört ja nur. So hier so kann man entsprechend das Wi-Fi quasi abklemmen und dann hier noch was drüber kleben, Schild dran machen, wie man das so klassisch gemacht hat. So, wir können den hier auch dann wieder drücken und versenken. Hoffe ich. Jo. Okay. Gut. Gehen wir mal lesen. Was gibt es denn hier Schönes? Das Ganze, der eine oder andere kennt das Logo vielleicht. Das läuft mit der Software EWE-Link. Das ist dieselbe Software, mit der auch zum Beispiel die ganzen hier Sonoff Basic und die Nachbauten laufen. Jedenfalls original. Firmware kann man ja tauschen. Und ja, das hier ist quasi die Anleitung. Ah, hier. Check to confirm small wedge must be kept in the quick position. Okay. Safety Lock, das Gelbe. Das ist das, was ich gerade erklärt habe. Das Ganze gibt es bis vierpolig. Hier haben wir noch ein paar schöne Kennlinien. Also prinzipiell sehe ich da jetzt nichts, was ins Auge springt. An der Rückseite jede Menge Text. Ich gehe mal eine Runde lesen. So, also nehmen wir das Ding direkt mal in Betrieb, weil wir sind ja bestimmt Profis und so. Wie gesagt, das hier ist eine separate Stromversorgung. Ich nehme meine Hände weg, wenn ich es einschalte, etc., etc., etc. Also nicht zu Hause nachmachen, immer noch. Und ich würde sagen, das sollte so funktionieren. Okay. Schauen wir mal, was er sagt. Ich gehe mal davon aus, hier ist eine Lampe, die wird dann gleich so ein bisschen vor sich hin blinken. Und... okay, Lampe geht an. Und das ist dann auch schon mal Punkt Nummer 1. Ich hoffe, dass der Wi-Fi-Block nochmal eine eigene Vorsicherung da drin hat. Schmelzsicherung oder so. Denn aktuell, wir haben hier keine Trennung. Also die Sicherung hat ausgelöst und trotzdem ist noch Strom an. Das ist eventuell suboptimal, je nachdem, was man vorhat. Ich kann euch aber sagen, was ich vorhab, nämlich mal in die App zu gucken, was die jetzt dazu sagt. Und wir müssen hier einen neuen Account erstellen mit einer E-Mail-Adresse. Okay, das sieht schon mal gut aus. Dann gehen wir mal auf neues Gerät. Schnell verbinden. Unterstützt nur 2,4 GHz. Ja, ja, ja. Ach so, er beschwert sich, weil mein WLAN, mit dem ich verbunden bin,
5 GHz ist oder was. Also, wenn wir auf Start klicken, möchte er Standort haben. Jetzt können wir hier loslegen. Können Sie sich an Ihr Passwort nicht erinnern? Ja, Wi-Fi-Passwort leer, Freifunk hat das nicht. Schauen wir mal, ob er das jetzt hier erkennt. Ich hätte mir natürlich auch die Anleitung durchlesen können, aber ich glaube, da stand auch nicht mehr drin. Wo ist er jetzt eigentlich? Press Add the Device, Select Quick Mode. Das haben wir getan. Wir sind ja in Quick Mode, ja. Ich glaube, ich habe zu lange gewartet. Kann das sein? Starten wir einfach nochmal neu. Also theoretisch sollte er jetzt im Verbindungsmodus sein. Jedenfalls kurz, kurz, lang klingt eigentlich so wie das, was hier in der Anleitung beschrieben ist. Aber auf meinem Handy ist immer noch kein Gerät zu sehen. Na, hier, nein, erneut versuchen. Schnell verbinden. Yes. Machen wir das nochmal. WLAN sollte ja eigentlich verfügbar sein. Ich kann auf den Router drauf schauen. Das dürfte nicht das Problem sein. Ich meine, ich wollte es zwar zerlegen, aber eigentlich wollte ich es mindestens einmal mit der Originalsoftware gerne benutzen. Aber ja, dieses EWE-Link war bei mir immer ein bisschen problematisch mit der Stabilität. Muss mal schauen, eventuell, dass ich noch ein anderes Handy hier irgendwo rumliegen habe. Das hier hat jetzt keine Google-Dienste und sowas drauf, vielleicht, dass er da sich dran aufhängt. Na, mal gucken. Okay, funktioniert hervorragend gar nicht, also müssen wir mal ein bisschen improvisieren. Wir gehen nochmal zurück und machen das mit dem kompatiblen Modus. Dazu müssen wir erst auf Quick stellen, dann schließen, warten, bis das in den Pairing-Modus geht. Müsste er jetzt sein. Dann gehen wir auf Compatible runter. Jetzt müsste er gleich... Ja, anders blinken. Okay. Kompatibler Modus. Weiter. Kennwort eingeben. Weiter. Das war ja klar. Das WLAN ist gerade verschwunden. Ich glaube, wir sind in Timeout gelaufen. Also offensichtlich braucht er nicht nur einen Elektriker, um das Ding hier anzuschließen, sondern auch einen studierten Informatiker, der rauskriegt, wie man das Ding hier benutzt. Denn ich bin offensichtlich nicht in der Lage dazu. Okay, nach dem dritten Mobiltelefon habe ich es dann hinbekommen. Auch da ging der Quick-Modus nicht, aber mit dem Kompatibel-Schalten und dann WLAN und so konnte ich es jetzt endlich mit meinem WLAN hier verbinden. Und es taucht jetzt hier auch auf allen anderen Geräten, wo ich die App drauf habe, in der Liste auf. Und wenn wir mal hier draufklicken... Ja. Not sure if like. Also es ist... Insbesondere, wenn wir gucken, wenn ich hier einschalte und wenn zwischendrin jetzt der Strom ausfällt oder irgendwie das WLAN-Teil kaputt geht, der Motor ist noch engaged. Das heißt, ich kann das Ding jetzt auf der Vorderseite nicht mehr ausschalten. Es ist nicht mehr möglich, das Ding manuell umzuschalten. Es sei denn, man geht dann irgendwie hin und macht hier die Sicherung einmal nach oben. Dann... Ist zwar hier der Hebel immer noch blockiert, aber wir sehen, er ist auf grün gesprungen. Also er ist intern wenigstens auf ausgegangen. Das heißt, also so kann man dann die Sicherung noch ausschalten. Wobei, ich weiß ja nicht, ob das so im Sinne des Erfinders ist, dass man hier nicht mehr manuell mit dem Hebel mal schnell etwas ausschalten kann, wenn was sein sollte. Denn, naja, ich könnte mir da so einige Sachen vorstellen. Sowas in Richtung... Er initialisiert gerade neu irgendwas in die Richtung, wie zum Beispiel eine Überspannung oder so, wo hier das Modul Fritte ist und irgendwie ein Gerät dahinter kaputt geht. Und ja, dann muss man hier erstmal dieses gelbe Ding hier rauspopeln, bevor man da wieder was schalten kann. Jetzt im Übrigen hier Freiauslösung drin, das heißt, wir können den auch manuell nicht einschalten, auch die Automatik kann ihn nicht einschalten, bis dass wir hier den gelben Sicherungsstift wieder drin haben. Dafür ist also der da. Und... Jetzt lässt er sich wieder schalten. Momentan ist er angeblich an. Okay. Nee, aus. Okay, wenn ich ihn jetzt hier manuell einschalte, geht er auch hier an. Also er kriegt das mit, dass wir ein- und ausschalten. Das heißt also auch, wenn man manuell schaltet oder zum Beispiel die Sicherung auslöst, gibt das irgendwann auf dem Mobiltelefon ein Feedback. Also soweit so gut. Und wir sehen hier oben schon neue Firmware verfügbar. Also machen wir doch mal ein Firmware-Update auf unserem Sicherungsautomaten. Ja, bitte.
Warum auch nicht, ne? Ich meine, hey, es blinkt fleißig vor sich hin. Wir machen ein Firmware-Update auf einer Sicherung. Willkommen in 2020. Uff. Und mit Strom aus gerade noch eine Entdeckung, die ich gefunden habe. Und zwar hier. Hier ist so ein schwarzes Ding, so ein kleiner Aufkleber. Der darf nur von Profis entfernt werden, steht in der Anleitung. Hättet ihr mal nicht mir gesagt, dass da etwas dahinter ist. Denn wenn wir den entfernen, da ist ein kleiner, süß, ein ganz kleiner Schiebeschalter. Den können wir hin und her schieben. Zack, 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 zack. So, in der Position sind wir normal. In der anderen sind wir im Demo-Modus. Und da soll er angeblich hingehen und 100 Mal die Sicherung an- und ausschalten. Probieren wir das mal. Eingesteckt ist noch alles, also Strom an und nix. An. Aus. Nicht aus. Aus. An. Ja, okay. Ich glaube, ihr wisst, worauf das hinausläuft. Ich stelle das dann mal wieder zurück. So, dann schauen wir mal, wie das Ding hier aufgebaut ist. Ich meine, wir haben ja schon gesehen, wir haben hier entsprechend die Schraubklemmen, wir haben das Kabel für den Neutralleiter und die große Antenne. Aber, naja, was wir halt auch sehen können, wenn wir von der Seite drauf gucken, das hier sind im Prinzip zwei Geräte. Wir haben hier einmal den eigentlichen Sicherungsautomaten, hier in der Mitte ist eine kleine Lücke und hier daneben ist dann die Wi-Fi-Steuerung. Auch wenn wir von der Rückseite gucken, sehen wir, das Neutralkabel geht in die Wi-Fi-Steuerung rein. Das heißt also, wahrscheinlich ist hier das Netzteil drin, das WLAN-Modul und dann entsprechend ein Motor, um hier das Ding anzutreiben. Und ja, eine Sicherung mit was dran geflanscht, das ist jetzt auch nicht unbedingt was Ungewöhnliches. Wenn wir uns hier mal einen normalen Sicherungsautomaten holen, das war jetzt auch ein chinesisches Fabrikat, aber bei den Deutschen gibt das auch. Dann haben wir hier bei dem Modell zum Beispiel zwei Sachen. Zum einen haben wir hier eine entsprechende Einkerbung in dem Hebel hier, wo entsprechend von der Seite etwas reingehen kann und dann hoch oder runter drücken kann. Und hier bei dem ist sogar noch dieses Teil hier. Hier kann man etwas drehen und da steht etwas von Open for AUX. Und das können wir tatsächlich hier irgendwie rausholen. Und dann haben wir hier Zugriff auf Teile vom Hebelmechanismus. In dem Fall hier können wir die Sicherung hier drüber auslösen. Wofür das genutzt wird, da gibt es verschiedene Sachen. Hier bei dem Auslösemechanismus müsste ich gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass das ist, um mehrere Sicherungen zusammenzuschalten oder eine Fernauslösung zum Beispiel zu machen. Und was den Hebel angeht, das ist etwas, was man sehr häufig in der Industrie sieht. Da ist dann neben dem Sicherungsautomaten noch ein kleiner Schalter, der hier gekoppelt ist. Und der meldet an der Steuerung zurück, ob die Sicherung jetzt an oder aus ist. So kann dann ein Steuersystem wissen, okay, da ist gerade eine Sicherung gefallen. Ich schalte jetzt meine ganzen anderen Prozesse auch aus, weil irgendwas ist offenbar kaputt. Das ist also ja nichts Ungewöhnliches, da was dran zu flanschen. Allerdings, ich habe es noch nie gesehen, dass dieses dran geflanschte auch einschalten kann. Prinzipiell, es sieht jetzt auf den ersten Blick suboptimal aus, aber es ist nicht ganz so schlimm, wie es im ersten Moment scheint. Denn das Ding hier hat eine sogenannte freie Auslösung. Das heißt, selbst wenn der hier hochgedrückt ist von dem externen Motor, der Sicherungsmechanismus klappt weiterhin. Das heißt, wenn das Ding überlastet, wenn zu hoher Strom kommt, dann löst der intern aus, auch wenn der Motor das Ding hier oben hält. Ich meine, ja, es ist ein bisschen bedenklich, dass man fern einschalten kann, ohne dass das Ding vor Ort geprüft wird. Nun sind wir ehrlich, wenn ein normaler Nutzer, sagen wir mal, Zugang zum Sicherungskasten hat, das Erste, was der macht, wenn eine Sicherung draußen ist, ist ohnehin die mal wieder eindrücken, ohne vorher eine Messung zu machen oder sowas, weil da war ja halt auch offiziell nicht. Das heißt also, ja, dieses Ferneinschalten kann sicherheitstechnisch ein Problem sein, aber in der Realität ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm, wie es im ersten Moment scheint. Ja, ansonsten ist nicht viel zu sehen. Das Einzige, was man hier noch sehen kann, hier ist nochmal so ein Pinöppel, wo man sehen kann, wenn es hoch und runter geht.
Eventuell kann man also auch hier noch irgendwie externes Zubehör dran flanschen. Auch wenn es natürlich hier wahrscheinlich nicht viele Gründe gibt, warum man das machen möchte. Denn ganz ehrlich, naja, man kann per WLAN abfragen, wie der Status ist. Und man kann per WLAN das Ding steuern. Und viel mehr ist da extern dann ja auch nicht zu machen. Was mich aber natürlich interessiert, how does it work? Also, ja, hier sind leider Nieten drin, wie es aussieht. Das heißt, jo, auf zur Bohrmaschine. Ich will wissen, was hier drin steckt. So, ihr habt gesehen, das Ding ist schon halb auseinander. Aber bevor wir jetzt hier anfangen zu ziehen, gucken wir noch auf ein paar versteckte Sachen, die ich gerade erst gesehen habe. Nämlich hier über dem Eingang und dem Ausgang ist jeweils hier so eine Tür. Die können wir zur Seite rausziehen. Und hier ist ein Käbelchen angelötet, was nach links geht. Sowohl beim Ausgang als auch hier oben beim Eingang. Eingang ist mir noch irgendwo klar. Das Kabel hier wird hier reingehen und hier wird, wie gesagt, ein Netzteil sitzen, zusammen mit dem N. Ausgang hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der hier die Position hier von diesem Schalter entsprechend die ganze Zeit monitort, sagen wir es mal so, und dann daraus ableitet, ob das Ding ein- oder ausgeschaltet ist. Anscheinend ist dem aber nicht so. Anscheinend nutzt er wirklich die Ausgangsspannung, um festzustellen, ob die Sicherung ein- oder ausgeschaltet ist. Aber genug davon. Ziehen wir das Ding hier mal auseinander und Überraschung, was haben wir jetzt? Zwei Bauteile. Wir haben einmal das komplette WLAN-Modul und einmal eine ganz reguläre Sicherung. Das ist nichts anderes als die, die wir auch hier schon hatten. Also quasi fast dasselbe. Bisschen anderes Modell, aber nichts Besonderes. Das Einzige, was wir halt hier an der Seite haben, ist, wenn wir hier reingucken, wir haben dieses Teil hier. Und eventuell seht ihr hier unten drin dieses Löschelchen und da greift dann etwas rein und kann dann damit zum einen das Ding ausschalten und zum anderen auch, wenn wir das hier hochdrücken, ihr seht, da bewegt sich der Hebel. Das heißt, damit können wir den offensichtlich auch einschalten. Und ja, genauso wie es angeht, geht es natürlich auch aus. Wenn er eingeschaltet ist, können wir den hier einmal auslösen. Okay, den gucken wir uns nicht weiter an, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, ich habe ja schon mal ein Video zu den Leitungsschutzschaltern hier gemacht. Video findet ihr oben in der Infokarte oder in der Beschreibung. Aber für uns interessanter, wie sieht es denn hier entsprechend mit dem WLAN-Modul aus? Und wenn wir das hier drehen, können wir schon so ein bisschen was erahnen. Wir haben hier offensichtlich ein offenes Schaltnetzteil, was natürlich hoch lebensgefährlich ist. Ja, das Ding ist geerdet, keine Angst. Macht auch Sinn hier an der Stelle, denn naja, hier kommt der Neutralleiter rein. Hier ist irgendwo das Drähtchen, was zum Eingang ging für Phase. Und auch das Drähtchen hier hinten, was Ausgangphase ist, das geht hier einmal quer unten lang und geht auch hier in die Ecke. Ansonsten, was wir hier sehen, das ist der hier. Da ist so ein Pinöppel, der guckt so ein bisschen raus, wie wir hier sehen können. Das ist offensichtlich der, der hier in die eigentliche Sicherung reingreift, der entsprechend Kontakt mit diesem Hebel da macht. Der hängt komplett lose, der ist also nichts gesteuert und nichts. Der ist wirklich komplett frei. Es sei denn, wir gehen hin und holen hier die Notentriegelung. Wenn wir die hochziehen, achtet mal hier drauf, der wird nach unten gezogen, jetzt so. Und jetzt ist er da auch gelockt, das heißt, wir kriegen den nicht mehr hochgedrückt. Das ist also unser, ja, nennen wir es mal Notaus. So, den können wir auch einfach hier wegnehmen, dann ist er wieder frei. Um mehr zu sehen, müssen wir eine Schraube entfernen. Das kriegen wir, denke ich, ganz gut hin. Dann können wir wahrscheinlich den restlichen Deckel abheben. Eventuell muss man auch hier bei der Antenne noch ein bisschen losschrauben. Der Antennenanschluss, der ist ebenfalls so auf der Schnittstelle zwischen den beiden Gehäusehälften. Aber dann, na, können wir das hier auseinanderhebeln. Und, na komm, jetzt aber. Da sind wir doch. Müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen mit den ganzen Drähten, die hier durchgehen. Und hier so sieht das Ganze dann innen aus. Wir haben einmal, wie gesagt, hier den, der einmal quer geht. Aber auch der Antennenanschluss geht einmal quer. Gucken wir uns gleich an. Gehen wir nochmal grob durch, was wir denn haben. Wir haben hier offensichtlich die Netzteilsektion mit einem MOF, mit einem, ja, vermutlich Transformator mit den Pins hier. Jede Menge Elkos. Ein Optokoppler anscheinend ist auch noch hier, heißt aber auch, hier wird die Rückseite auch noch bestückt sein, weil mir fehlt da irgendwie so ein bisschen die Spannungsregulierung. Ganz links haben wir dann den hier, PSF-A01, das ist offensichtlich das WLAN-Modul. Ist ein eigenes Board, was hier einfach drauf gelötet ist. Und von da aus geht hier so ein, ja, Pigtail einfach komplett unten vorbei auf die andere Seite vom Board. Bin ich normalerweise kein Freund von irgendwelche Funksignale mit Antennenkabeln einmal quer durch ein netzspannungführendes Gerät zu machen.
Vor allen Dingen, weil es halt hier auch sehr dicht dann an den entsprechenden ja, Pins lang geht, wo wirklich 230 Volt drauf sind. Das heißt, nur die Isolierung hier von diesem Antennenkabel, die jetzt nicht so dick sein dürfte, die schützt euch irgendwie vor Netzspannung gegenüber hier dem metallenen Antennenanschluss. Hm, naja. Ansonsten, was wir noch haben, ist hier oben ein Schiebeschalter. Das ist dieser Wi-Fi-Modus, Quick oder Compatible. Das ist einfach nur ein Plastikteil, was auf den Schiebeschalter geht. Der Großteil hier aber, das ist diese ganze Mechanik zusammen mit einem einzigen Motor, der hier entsprechend jede Menge Übersetzung hat. Wahrscheinlich, um entsprechend Kraft aufbauen zu können. Und am Ende sitzt dieses eine Zahnrad hier. Und das ist die ganze Magie, weswegen der hier auch lose ist. Gehen wir mal davon aus, der hier wäre ausgeschaltet. So, das hier ist aus. Dann kann der Motor in die eine Richtung drehen. Das Zahnrad dreht sich hier so rum und drückt mit diesem Dreieck hier diesen Mechanismus nach oben bis hier oben gegen. Wenn er dann oben angekommen ist, kann er wieder zurückfahren, denn hier an dem Pin kommt er dran vorbei. Das heißt, wir können hier so in die Normalposition fahren und der hier ist wieder komplett frei, obwohl wir ihn gerade hochgedrückt haben. Der kann also auch wieder auf ausgehen. Wenn das Ding an ist und wir wollen ausschalten, dann kann er in die andere Richtung drehen, kommt von hier oben und dann kann entsprechend von hier oben dieser Mechanismus den hier dann nach unten drücken. So. Und auch hier können wir dann wieder zurück in die Ruheposition fahren, sodass wir hier den wieder frei haben. Und so können wir die Sicherung ein- und ausschalten. Wie gesagt, jede Menge Übersetzung, dass wir auch die nötige Kraft dann hinkriegen. Aber was mich interessiert, wo ist der Rest? Wie gesagt, hier müssen noch Chips auf der Rückseite sein. Also nehme das Ding mal noch weiter auseinander und ja, ob wir den dann nochmal zusammenbekommen. Das gucken wir dann später. Insbesondere, weil es halt sehr viele Zahnräder sind, die halt irgendwie wieder in der richtigen Reihenfolge am Schluss da rein müssen. Oh, das ist sogar noch einer mehr. Noch ein Pin. Jetzt müssten wir das hier entnehmen können. Und tada, oh ja, da ist noch viel, viel mehr drauf. Okay, was haben wir denn Schönes? Wir haben hier nochmal irgendwie einen Schaltregler, wie es aussieht, mit einer Spule. Wir haben jede Menge Dioden, da werden wahrscheinlich vier von auch unser Gleichrichter sein, denn ich habe sonst noch keinen gesehen. Was haben wir noch? Achso, ja, der Testmodus, dieser Umschalter, der existiert ja auch noch. Wir hatten ja eben gesehen, hier ist noch so ein Fenster drin. Und hier hinten haben wir auch nochmal zwei Chips. Plus jede Menge Transistoren hier oben rum. Und okay, ich glaube, wir wechseln mal aufs Mikroskop und gucken uns die Chips an, denn das ist doch mehr als erwartet. Und das geht schon mal direkt mit einem Meh los. Offensichtlich ist das hier unser Hauptcontroller für das Netzteil und ja, das Ding ist nicht beschriftet. Ist zwar auffällig, dass das hier so ein 7-Pin-Gehäuse ist, hier fehlt ja ein Pin in der Mitte, aber ja, keine Beschriftung, können wir nicht viel zu sagen. Ein bisschen weitergehen, hier der ist beschriftet, TVBJE, kann ich jetzt auf Anhieb aber auch nichts zu finden. Na gut. Gehen wir mal weiter zu hinten denen und Überraschung, nochmal ein unbeschrifteter Chip. Könnte ich mir vorstellen, dass das der eigentliche Mikrocontroller ist, dass man das andere WLAN-Modul wirklich nur als WLAN-Modul benutzt. Und ein L9110S. Und das ist wenigstens mal etwas, was man halbwegs zuordnen kann. Das ist nämlich eine H-Bridge, also ein Motortreiber, was ja auch Sinn macht, weil ja, hier hinten ist entsprechend der Motor direkt dran. Ja, die Überraschung. Ansonsten ja, nicht viel zu sehen. Wie gesagt, jede Menge Transistoren, wie es aussieht, hier außenrum. Hier hinten in der Ecke werden wir noch irgendwie eine Art Spannungsteiler wahrscheinlich haben. Ein paar oben Design für die L-Out entsprechend zu messen. Was mich dann noch wundert, kann eventuell der sogar die Betriebsspannung, die aktuelle, rausgeben. Das wäre natürlich auch noch interessant, dass man sagen kann, okay, wie viel Spannung haben wir denn? Ich meine, Strommessung wird er hier nicht können, weil gibt keinen Shunt und ich glaube nicht, dass die Sicherung so gespeckt ist, dass man da im Datenblatt was zu finden. Ich meine, man kann es bestimmt kalibrieren und dann aus der Eingangs- und Ausgangsspannung könnte man das berechnen, wobei die Eingangsspannung scheint kein Spannungsteiler zu haben. Egal. Also kann nicht messen, kann nur schalten offensichtlich. Und das WLAN-Modul selber haben wir eben ja schon gesehen. Ist einfach eine Platine, die hier nochmal drauf gelötet ist. Tja, mehr ist hier offensichtlich nicht zu bekommen. Aber immerhin, es ist jetzt nichts, wo man direkt schreiend wegrennen würde. Ich meine, ja, das mit dem Kabel hier, mit dem Antennenkabel in der Nähe von spannungsführenden Bauteilen, meh.
Andererseits, wo ist die Antenne hin? Oh ne, die Antenne hat tatsächlich auch außen noch jede Menge Metall. Also ja, das ist tatsächlich dann ein Risiko, dass man da eventuell im ungünstigen Fall an Metall dranpacken könnte. Muss man dann am Ende für sich selber abwägen, ob das ein akzeptables Risiko ist oder nicht. Wobei, ne, für sich selber wohl eher weniger. Das macht nämlich dann der Elektriker, der das für euch einbauen muss, denn der muss ja auch im Zweifelsfall dafür gerade stehen, wenn er das tut. Gut, ich baue den jetzt mal wieder zusammen. Also, ist das nur ein toller Sicherungsautomat oder eine gute Idee? Naja, also erstmal der Sicherungsautomat. Ich gehe davon aus, dass er funktionieren dürfte. So ein Leitungsschutzschalter ist jetzt ja keine Raketentechnik. Wir haben auch ein paar Werte drauf. Er hat ein Abschaltvermögen von 10.000 Ampere. Das ist ein bisschen besser als die Leitungsschutzschalter, die hier in Deutschland für Privatgebäude üblicherweise verbaut werden. Ansonsten, wir haben eine Charakteristik von C16. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass wir hier in Deutschland üblicherweise B16 verbauen, oder eigentlich müsste es heutzutage B10 sein. C heißt in dem Fall, dass er einen höheren Anlaufstrom aushält, ohne auszulösen. Sollte eigentlich nichts ausmachen. Es gibt auch andere Orte, wo C verbaut wird. Gerade wenn man in Werkstätten oder so ist, dann findet man schon mal häufiger C oder sogar noch höhere, einfach weil Maschinen einen höheren Anlaufstrom haben und das dann sonst normale Sicherungen durchaus mal schmeißen könnte. Der eigentliche Überlastschutz, der ist davon aber nicht betroffen, der ist bei denen überall gleich. Allerdings fehlt ein wichtiger Punkt. Es gibt nämlich keinerlei Prüfzertifikate oder ähnliches. Das Einzige, was für uns relevant ist und hier drauf ist, das ist das CE-Zertifikat oder das CE-Zeichen. Das heißt üblicherweise, wenn es das echte ist, dass es sich an die europäischen Bedingungen hält. Allerdings ist das eine Selbstzertifizierung, das heißt, naja, jeder kann es draufdrucken, damit sagt er nur, ja, ich halte mich schon daran. Es gibt aber hier drauf nichts, was wirklich darauf hinweist, dass das Ding geprüft wurde. Und ja, wie schon gesagt, so ein Sicherungsautomat darf nur von der Elektrofachkraft eingebaut werden und die muss dafür haften. Das heißt, die meisten werden einen Teufel tun und euch so etwas einbauen, einfach weil sie keinen Nachweis haben, dass das Ding überhaupt richtig funktioniert und gleichzeitig müssten sie aber dafür gerade stehen, wenn was schief geht. Ansonsten, was die WLAN-Einheit angeht, ich glaube nicht, dass die wirklich ein praxisrelevantes Problem darstellt. Alles, was irgendwie kritisch ist, was ich eben aufgezählt habe, das sind sehr spezielle Sachen, wo dann mehrere Dinge gleichzeitig kaputt gehen müssten. Oder halt Sachen, die ohnehin ein Problem sind, wo es jetzt nichts ausmacht, ob man es per WLAN macht oder nicht. Generell gilt natürlich, naja, wenn eine Sicherung ausgeschaltet wird oder auslöst, muss ich eher sagen, dann hat das üblicherweise einen Grund, dann sollte man die so oder so nicht wieder reinmachen, ohne zu wissen, wo das herkommt. Von daher würde ich jetzt spontan mal sagen, dass der Nutzen von so einer Sicherung mit WLAN-Ein-Aus-Möglichkeit überschaubar ist. Allerdings, ja, doch, diese Rückmeldung, ob sie ausgelöst hat oder nicht, die fände ich manchmal schon relativ interessant, dass man da per Ferne sehen kann, oh, da ist irgendwo der Strom weg. Gibt natürlich andere Möglichkeiten, die wahrscheinlich auch ein bisschen sicherer und sinnvoller sind, das festzustellen. Aber hey, wenigstens eine Funktion, wo ich nachvollziehen kann, warum man das haben möchte. Ansonsten, WLAN-Modul haben wir ja gesehen. Das basiert auf dem ESP8285, war es ja, glaube ich. Das ist im Prinzip der 8266 mit Embedded Flash. Also überhaupt kein Problem, da eine eigene Firmware drauf zu spielen, wenn das Original mal wieder streikt. Ihr habt ja gesehen, ich hatte ziemlich viele Probleme damit. Momentan ist es zwar verbunden, aber das läuft dann halt auch wieder über Cloud und irgendwelche chinesischen Server. Und ich weiß nicht, ob es unbedingt notwendig ist, dass jemand übers Internet von möglicherweise nicht so doll gesicherten Servern meine Sicherungen ein- und ausschalten können soll. Aber wie schon gesagt, für mich, ich habe mir das eher gekauft, weil es irgendwie sehr seltsam aussah, interessantes Konzept war und ich mal reingucken wollte. In der Praxis werde ich es wahrscheinlich nicht einsetzen. Ja, ich werde es hier in diesem Kasten drin lassen, aber der ist normal nirgendwo angeschlossen. Und selbst wenn, dann halt nur unter Aufsicht. Von daher geht von dem Ding da im Zweifelsfall keine Gefahr aus. Zumal halt Sicherungen auch davor sitzen. Am Ende, naja, der Hersteller hat gesagt, man kann es übers WLAN ein-ausschalten und sehen, ob es an oder aus ist. Das funktioniert. Also offensichtlich, wenn man es haben möchte, tut diese Sicherung wohl, was sie soll.